Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Fallout 76, Rocky Miller am Start und ich habe hier nochmal einen Waffenguide für euch. Es handelt sich diesmal um den Boomstick, eine einzigartige Waffe, die mit dem Update der Season 12 ins Spiel gekommen ist. Ich zeige euch, wie ihr an die Waffe rankommt, welche die besten Mods sind, wie gut die legendären Effekte auf dieser Waffe sind und anschließend machen wir dann nochmal einen Praxistest und schauen uns an, ob die Waffe wirklich was drauf hat. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, wie kommt ihr an die Waffe ran? Und zwar ist es eigentlich recht einfach, denn ihr wisst, seit der Update der Season 12 gibt es die Mutationsevent, die laufen momentan noch bis zum 23. März, meine ich, zu jeder vollen Stunde. Danach gibt es sie jede zweite Woche nochmal zu jeder vollen Stunde. So, und in diesem Mutationsevent, ähnlich wie in täglichen Operationen, haben halt Gegner gewisse Mutationen, wie zum Beispiel explodiert beim Tod oder kann nur im Nahkampfangriff getötet werden. Und wenn ihr diese Events beendet, bekommt ihr so ein mutiert Partypaket als Belohnung und dort, wenn ihr es öffnet, befinden sich legendäre Gegenstände, wie zum Beispiel Waffen oder Rüstungen. Aber ihr habt auch eine geringe Chance auf eine einzigartige Waffe. 4 an der Anzahl und unter anderem ist es dieser Boomstick. Gut, soviel zum Thema, wie er an die Waffe rankommt. Ich würde sagen, wir gehen mal an die Waffenwerkbank und schauen uns die Waffe mal etwas genauer an. Und so sieht letztendlich der Boomstick aus, eigentlich identisch wie der normale Raketenwerfer. Sie haben auch die gleichen Stats, bedeutet, hätte dieser Boomstick nicht die legendären Effekte drauf, wäre er eigentlich ein ganz normaler Raketenwerfer. Somit keine Vorteile hier. Jetzt ist die Frage, sind die legendären Effekte auf dem Boomstick so gut, dass ich lieber diesen benutze, als einen Raketenwerfer zu rollen und auf gute Legendäre zu hoffen? Und zwar, besser würde ich sagen, nicht, aber sehr gut. Denn, jetzt kommen wir zu den legendären Effekten, die ihr oben seht, feuert ein zusätzliches Geschoss ab, ist nun mal der beste Effekt, den ihr auf Explo-Waffen bekommen könnt. Ja, wie der automatische Granatenwerfer etc. Hier habt ihr also schon mal einen Volltreffer. Dann gehen wir weiter zu dem zweiten Stern. 25% mehr Schaden, wenn du zielst, ist ganz nice mit Explo-Waffen. Denn mit Explo-Waffen spielen nicht viele in Wets. Macht aber oft Sinn, denn dann verursacht ihr gigantischen Schaden bei diesen kritischen Treffern in Wets. Ja. Dann kommen wir zum dritten Effekt. Gewicht um 90% reduziert. Hört sich eigentlich erstmal sehr gut an bei solchen Explo-Waffen, weil die sehr schwer sind. Aber ihr seht links, das Gewicht beträgt 20. Habe ich diesen legendären Effekt von diesen 90% Gewichtsreduzierung nicht drauf, hat er 34 an Gewicht. Bedeutet, da stimmt was nicht. Also das ist wohl ein Bug. Installiere ich andere Mods? Ich kann es euch mal zeigen. Ich nehme mal den Standardlauf. Ich nehme mal hier das Standardvisier und Gewicht 1,6, dann passt's. Ja, also wieso das so ist, dass wenn ich den Zielcomputer und den Vierfachlauf, der übrigens schon vorinstalliert ist auf dem Boomstick, drauf habe, dann das Gewicht 20 beträgt, kann ich euch nicht sagen. Es ist einfach so. Somit ist dieser Effekt wirklich, naja, nicht so hilfreich. Ihr habt zwar reduziertes Gewicht, aber nicht die 90%. Hier wäre der beste Effekt mit Abstand, den ihr haben könnt, die höhere Nachladegeschwindigkeit. Gerade beim Raketenwerfer, weil er eine etwas hohe Nachladegeschwindigkeit nochmal hat. 25% Schaden, wenn du zielst. Wie gesagt, eigentlich sehr gut. Ich persönlich mag mehr den Effekt, kritische Treffer verursachen höheren Schaden, weil ich auch Explo-Waffen, ja, ich würde nicht sagen oft, aber ab und zu in Bets benutze und dieser dann gigantisch ist. Aber dieser Effekt ist auch sehr gut. Somit habt ihr eigentlich eine sehr gute Waffe dann bekommen im Bereich Explo-Waffen, ohne legendäre Module verbraucht zu haben. Der wichtigste Effekt ist nun einfach, der feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Aber kommen wir zu den Mods. Ihr habt hier schon den Zielcomputer vorinstalliert. Eine sehr lustige und gute Mod, denn wenn ihr auf einen Gegner zielt, dann gibt es einen kleinen dumpfen Ton, den ihr hört, das werden wir später beim Praxistest sehen und somit habt ihr ihn anvisiert. Dann könnt ihr danach hinziehen, wo ihr wollt. Die Raketen werden ihr Ziel treffen, da das dann Verfolgungsraketen sind.
Ganz nice. Problem hier ist nur, währenddessen zielt ihr meistens nicht und habt dann nicht die plus 25% mehr Schaden. Ja. Das heißt, wer auf diesen Effekt eher verzichten will, der kann das Zielfernrohr nehmen und dadurch habt ihr dann erstmal verringertes Gewicht und ihr habt eine viel höhere Präzision, was dann in Wets ein großer Vorteil ist, denn ihr wisst, wenn ihr in Wets feuert und einen kritischen Treffer landet bzw. aufgeladen habt und dann ausführt, ist dieser auch immer definitiv ein Treffer. Bedeutet, dann sind es auch Verfolgungsraketen. Ja. Aber wir nehmen mal den Zielcomputer, um zu gucken, wie das aussieht. Keine Müdungsbremse ist vorinstalliert. Würde ich euch eigentlich auch raten, weil ihr dadurch eine höhere Reichweite habt und das Gewicht ist einfach reduziert. Stabilisator Bajonett macht meiner Meinung nach hier nicht viel Sinn. Gut, so viel zu den legendären Effekten und zu den Mods. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Praxistest über, dann sage ich noch was zu den Perk-Karten. Und bevor wir anfangen, noch kurz eine Anmerkung: Der Raketenwerfer gehört nicht zur Rubrik schwere Waffen, sondern wirklich nur zur Rubrik Werfern. Bedeutet, alle Buffs und Perk-Karten, die zu schwere Waffen gehören, zählen hier bei dem Raketenwerfer nicht. Ausgenommen zwei Perk-Karten. Die werde ich euch natürlich auch gleich zeigen. Fangen wir aber mit den Mutationen an, die ich momentan besitze. Ihr seht sie hier auf der linken Seite. Dann zu den legendären Skills. Ich habe einmal legendäre Intelligenz, Stärke, Glück, Beweglichkeit und Wahrnehmung für mehr Skillpunkte und somit auch mehr Perk-Karten setzen zu können. Ihr braucht natürlich nicht so viel Skillpunkte. Ich zeige euch, welche die wichtigsten Perk-Karten sind, die ihr braucht. Dann haben wir noch einmal voller Einsatz. Gegner allein 40% mehr Schaden, wenn sie dich angreifen und du in einem Team bist. Ich benutze meinen reinen Explo-Blutig-Build. Ja. Ihr könnt natürlich auch einen schwere Waffen-Explo-Build benutzen, auch im Full Health. Ich habe hier meinen, wie gesagt, Explo-Blutig-Build. Also Reiseapotheker, optional, nicht wichtig bei diesem Build. Dann haben wir Bärenstark. Ist eine der zwei Karten der schweren Waffen, die auch auf dem Werfer greifen. Und zwar schwere Waffen wiegen 90% weniger. Macht Sinn, wenn man viele Explo-Waffen mit sich trägt, denn diese sind sehr schwer. Dann haben wir noch schwere Waffen werden 30% schneller nachgeladen, zählt tatsächlich auch zu den Werfern und macht auch gerade beim Raketenwerfer Sinn, da er eigentlich eine na langsame Nachladegeschwindigkeit hat. Dann haben wir Sprengstoffträger, auch ganz wichtig beim Raketenwerfer oder beim Fatman, weil die Raketen und Miniaturen sehr schwer sind. Bei der Rakete sind es, glaube ich, zwei Tragekapazitäten. Wenn ihr da 50 oder 100 Raketen mit euch tragt, seid ihr schnell überladen. Deswegen macht diese Karte auch wirklich Sinn. Dann haben wir konzentriertes Feuer, reicht auf Rang 1. Wir werden die Waffe auch mal in Wets benutzen, denn die kritischen Treffer machen halt gigantischen Schaden. Leuchtet ist absolut optional, habe ich drin, um einfach gegen leuchtende Gegner mehr Schaden zuzufügen. Grenadier, ganz wichtig, denn euer Explosionsradius ist damit verdoppelt oder doppelt so groß. Wir haben Feuerfest, macht auch sehr viel Sinn. Du erleidest 45% weniger Schaden durch Explosionen. Bedeutet, wenn ihr in euren eigenen Explosionsradius seid, verursacht ihr auch gegen euch selber weniger Schaden. Gerade im Blutigbild sehr wichtig. Dann haben wir noch Fleischklopfer, ganz klar, für mehr Schaden. Abrissexperte, die wichtigste Karte, denn die sorgt für einen großen Damage-Boost. Nerdwut, ganz klar, weil wir im Blutigbild spielen. Und Waffenschmied macht auch Sinn bei Werfern, denn diese nutzen sich sehr, sehr schnell ab. Wir haben noch Adrenalin, klar, um Damage zu stacken. Dann haben wir noch Blutiger Tod, auch nochmal für 15% mehr Schaden und dann habe ich noch kritischer Durchblick, mega kritische Treffer und vierblättriges Kleeblatt drin, um einfach auch höheren kritischen Trefferschaden zuzufügen und öfter kritischen Treffer zu landen. Falls ihr die Waffe außerhalb von Wets benutzt, dann braucht ihr diese natürlich nicht. Macht bei der Waffe vielleicht auch Sinn, denn ihr habt 25% mehr Schaden, wenn ihr zielt. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, fangen wir an und schauen uns den Schaden mal an. Holen wir uns erstmal ein bisschen Adrenalin. Hört ihr das? Wenn dieser Ton erklingt, dieser dumpfe Ton, dann habt ihr den Gegner anvisiert, den Zielcomputer, und wenn ich jetzt schieße, egal wohin, trifft
oder treffen die Raketen eigentlich immer ihr Ziel. Wenn der Gegner zu nah ist und ihr schießt, dann kann es aber auch passieren, dass ihr das Ziel verfehlt. In dem Fall nicht, denn die Raketen können auch nicht extrem enge Kurven fliegen. Kann also dementsprechend passieren. So. Hauen wir hier. Und ihr seht, die Nachladezeit ist sehr schnell dank der Perk-Card. Jetzt schießen wir mal auf die Brandbestie und ja, der Schaden lässt sich eigentlich sehen, meiner Meinung nach. Es ist eine legendäre. Jetzt lassen wir sie mal kurz ihre Gesundheit regenerieren und leider ist mein kritischer Treffer nicht aufgeladen. Deswegen würde ich sagen, schießen wir einfach mal so nochmal auf die Brandbestie. Versuchen sie zu töten und dann suchen wir uns nochmal eine andere raus, um zu gucken, wie hoch der kritische Trefferschaden ist. Ihr seht, gerade bei Brandbestien fliegenden Kreaturen macht dieser Zielcomputer wirklich Sinn, da er das Ziel dann auch immer trifft. Kommen wir zur nächsten Brandbestie und schauen uns doch mal den kritischen Trefferschaden an. Hier haben wir nochmal einen verbrannten, laden etwas unseren Adrenalin auf und versuchen dann die Brandbestie anzuvisieren. Kritische Treffer treffen auch ohne Zielcomputer immer. Und der Schaden, ja, er ist etwas höher. Nicht viel höher, aber merkbar höher. Somit, meiner Meinung nach, ist der Raketenwerfer eigentlich richtig gut, vor allem wenn man dann auch zielt. Also ihr könnt zum Beispiel auch anvisieren, anvisiert lassen. Jetzt müsste ich nachladen, nochmal. So, und wenn ihr weiterhin zielt, bis die Raketen detonieren, habt ihr auch die plus 25% mehr Schaden. So, und das muss es gewesen sein. Ja, die Brandbestie ist down. Also, der Schaden wirklich gut. Ich persönlich finde den automatischen Granatwerfer besser bei Explo-Waffen. Und die legendären Effekte sind auch wirklich gut beim Boomstick. Natürlich geht es besser. Ich zeige euch kurz, welche Effekte vielleicht bei einem normalen Raketenwerfer, den ihr rollt, der perfekte Roll wäre. Und zwar feuert ein zusätzliches Geschoss ab, ganz klar. Es ist der beste Effekt. Ich werde jetzt hier leider ab und zu... schießen die auf mich? Ja, die schießen auf mich. Ich hole die kurz runter, ein kritischer Treffer und das war's schon. Einwandfrei. So, zurück zur Waffe. Nochmal, feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Beste Effekt, Ein-Stern-Effekt bei Explo-Waffen. Ich hätte statt 25% mehr Schaden, wenn du ziehst, mir gewünscht 50% mehr kritischen Trefferschaden, um da wirklich das Maximale rauszuholen. Und der dritte Stern, ihr wisst ja, der buggt etwas beim Raketenwerfer mit 90% Gewichtsreduzierung. Hier nochmal eine höhere Nachladegeschwindigkeit. Dann habt ihr mit der Waffe eigentlich fast einen automatischen Raketenwerfer. Ihr seht schon jetzt, wie schnell er nachlädt. Mit den 15% höherer Nachladegeschwindigkeit geht es alles nochmal ein Stück schneller und macht hier auch wirklich Sinn. Aber Boomstick wirklich solide, gut. Wenn man den automatischen Granatwerfer oder den Nuka-Werfer, der ist ja noch besser, hat und den als Zweitwaffe, finde ich ganz nice. Ansonsten war es das hier von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Boomstick haltet und ob ihr den gerne spielen würdet im Expo-Bild. Ansonsten war es das von mir, euer Rocky Miele und bis auf bald.